Das haben sie uns nicht verboten. Auch weil der Esche 17 Hauptrolle spielt nach dem deutschen Theater. Dankeschön. Es war eine schöne, schöne Zeit. Wir haben die ganze Provinz bespielt, wir haben da besonders weiter dran übrig behalten. Und die Fische von Hax und Senecas Tod, ein wunderbares Stück. Hallo, wir haben gut gelebt. Dankeschön. Ja, bitte noch. Druckgenehmigung und dann ging das und dann ging das. Jetzt würde ich doch mal, wenn ich an solchem Abend hier bin, würde ich mich doch mal sagen, ich würde es gerne konkret wissen. Es gab eine uns wurde mitgeteilt, Berufsverbot. Wer denn? Ich möchte einfach mal wissen, wer hat es denn mitgeteilt? Also die gleiche Frage hätte ich an 7 Punkten bei der Löb stellen können. Es passiert immer alles so. Nee, das ging alles ganz offiziell. Wir haben ich weiß ja, Intendant mit Schwierigkeiten. Was, wer war damals im Intendant? Das kann ja auch machen. Na gut. Naja, Nirvana, also ich meine bei den Büchern, das hat ja Klaus Höpke beantwortet, also da waren die Dinge ja dann in den Buchläden zu sehen. Also das hat er beschlossen, dass die weiter zu sehen sein werden, dass die weiter da sind. Ich weiß, wie eine Druckgenehmigung, ja. Ich meine, hier sitzen nur Leute, glaube ich, die wissen, wie eine Druckgenehmigung zustande kam. Ja. Wenn die Frage gestellt wird, warum erschien dieser Hax-Gedicht bei 5 Jahre, 7 Jahre, 10 später. Jahre nicht? Und dann kommt als Antwort, da war dieser Vers von Ulbricht drin, ja, wer ist denn über diesen Vers gestolpert? Hoffmann, nach den Abläufen, die uns geschildert wurden, durfte der Hoffmann gar nicht das Manuskript kennen. Also es hätte in der Hauptverwaltung gelesen werden müssen und genehmigt werden müssen. So, also hat in der Hauptverwaltung Herr Höpke sich gemeldet oder Frau, ich weiß nicht mehr wie sie hieß, die fürs neue Leben zuständig war, und hat gesagt, Hilfe, da ist ein Ulbricht-Vers drin. Ich möchte die Geschichte konkret erzählt bekommen und nicht, und wir haben, und dann haben wir uns gewandelt und dann gab es eine Gruppe oder eine Fraktion nicht, aber dies und das tat sich. Es ist alles sehr unbefriedigend. Tut mir leid. Ich würde gerne was dazu sagen. Ich denke, solche Prozesse haben sich nie verbal abgespielt. Das sind auch atmosphärische Sachen. Ich weiß es zum Beispiel, im Fernsehen wurden die nicht belangt, die einen Namen hatten, aber dafür die Assistenten, die wurden gekündigt. Ja? Ich weiß es von 3 Fällen. Braucht man nur bei Ingeheim nachzufragen. Das gab es auch. Also geschützt war 76 derjenige, der schon bekannt war, weniger der nicht bekannt war. Aber ich denke nur an Gregor Gysi, der hat am 15. Oktober 1989 im Deutschen Theater gesagt, sie brauchen nicht nach Befehlen zu suchen, warum diese 1000 Leute zugeführt wurden in Berlin. So etwas ist, da braucht man nur Leuten ganz bestimmte, nicht Anweisungen, denen braucht man nur die Bilder zu zeigen von Dresden, wie da die Reifen brennen und wo die Steine fliegen. Gehen Sie zur Polizei? Geht Ihr Sohn zur Polizei? Ich fand dich damals sehr, sehr inspirierend und aufklärend. Bestimmte Sachen werden überhaupt nicht so abgespielt, wie Sie sich das vorstellen, denke ich. Und da braucht man bestimmte Bemerkungen und dann geht es seinen Gang. Das ist meine Erfahrung. Aber auch heute. Genau das. Ja, wollen Sie sich nochmal äußern dazu, zu diesen Fragen, wie waren die Entscheidungen konkret? Ja, die junge Frau hat doch gesagt, dass sie über alles Bescheid weiß, dann kann sie sich ja vorstellen, wenn also in meinem Teil des Ministeriums wir zu einem Pott nicht gekommen sind, dann bin ich vorhin gegangen zu meinem Minister, dem Jochen Hoffmann. Und wenn der sich das durchgelesen hat und gesagt hat, lass mich nochmal darüber nachdenken und dann auch zu dem Ergebnis kommen, nee, das lassen wir jetzt lieber sein, dann habe ich nicht weiter umgefragt, sondern gesagt, na, müssen wir ein bisschen warten. Wie bitte? Ja, das hört sich jetzt schon ein bisschen anders. Ja, das war aber nur jetzt eine namentliche Auffüllung durch Jochen Hoffmann.
Sie wollten gern noch wissen, wer innerhalb meiner... Jetzt gehört, dass Sie da nicht nachgefragt haben. Wie bitte? Ich habe jetzt gehört, dass Sie da nicht weiter nachgefragt haben. Das war der Ich wollte noch, also wir sind ja schon sicher am Ende der Zeit, wenn es nicht die letzte Frage gibt. Es gibt eine ganz frühe Schrift von Klaus Höpke. Frühe Schrift von Klaus. Ja, ich muss mal gucken, ob ich den Titel genau finden kann. Ich habe das Stichwort dann, sage ich. Also sofort aufgerufen, Moment. Und zwar heißt die, aha, finden wir doch nicht. Also das ist die Schrift über die Betriebszeitung, genau, über die Betriebszeitung der KPD in der Weimarer Republik als wichtige Instrumente des revolutionären, der revolutionären Massenagitation 1956. Und in dieser Schrift untersucht er tatsächlich die Möglichkeiten von Agitation. Und da gibt es einen ganz interessanten Gedanken, dass nämlich in Zeiten, also 1927, der Wirtschaftskrisen oder kurz danach sich die Betriebszeitung als tatsächliche Organisationsform der kommunistischen Partei und auch des Kampfes konstituierten und dass sie eine Art Lehrstätte waren dass die Partei tatsächlich zu einer Massenpartei wurde, hatte unter anderem damit zu tun. Also es gab hunderte dieser Zeitungen. Peter Hax hat nach 1990 nicht nur eine ganz kleine Gabe an die Zeitung Rotfuchs und Offensiv veranlasst, die also aus den Erlösen seiner Festschrift diesen Zeitungen zukommen sollten, sondern er hat sich auch selbst in solchen Zeitungen geäußert. Sehen Sie heute in solchen Zeitungen eine Möglichkeit einer sozialistischen, ja sagen wir, Agitation, sich zu formieren, zu lernen? Gibt es eine Aussicht für sozialistische Kunst innerhalb oder außerhalb der jetzt bestehenden Institutionen? Denn die Möglichkeit, ein Minister zu sein, also eine ganze Hunderte von Verlagen zu, Hunderte kann man das sagen? Vielleicht 78. Zu 78 Verlage. Das ist ja nur in einem Sozialismus, der auch einen Staat zur Verfügung hat, denkbar. Also ich weiß nicht, ob es gibt keinen Bücherminister derzeit. Also es sind ja völlig andere Verhältnisse. Sie haben aber untersucht, in Ihrem Journalistikstudium, so eine Keimzelle des Kampfes. Wir haben jetzt sehr viel gesprochen von der Zeit Sozialismus, deutschen Sozialismus, der eine Niederlage erlitt. Wie sehen Sie die Situation jetzt? Also ich muss erst mal ein paar Worte dann sagen zu diesen Betriebszeitungen der meistens KPD-Grundorganisationen. Das waren natürlich hektografierte Blätter mit kleinen, bescheidenen Strichzeichnungen als Illustrationen. Die waren, wie man an den Texten erkennen könnte, nicht von Profis gemacht, sondern von den Arbeiterinnen und Arbeitern, ganz egal, ob von einer Schokoladenfabrik oder von Leuna oder von verschiedenen Maschinenbaubetrieben. Und die wurden vertrieben dort und hatten natürlich für diejenigen, die ausgeteilt haben, oft Schwierigkeiten zur Folge, weil natürlich die Werksleitung, die Konzernleitung das überhaupt nicht gerne sahen und wenn jemand damit in Gänsefüßchen erwischt wurde, das konnte einige schlimme Folgen haben. Also das hat es alles gegeben und wurde dann auch teilweise dokumentiert in diesen Blättern. Ich habe diejenigen Blätter, die ich lesen konnte, in der deutschen Bücherei in Leipzig lesen können. Und die waren dann noch gekennzeichnet durch Stempel, die in der Nazizeit drauf gemacht wurden, streng geheim.
aber das konnte man ja nun durchstreichen und jetzt es öffentlich machen. Wie in der heutigen Situation in der Bundesrepublik Deutschland analoge Publikationen möglich wären, da bin ich zunächst mal skeptisch bis pessimistisch, weil die Möglichkeiten, Druckerzeugnisse herauszubringen, natürlich unendlich viel größer sind bei Gewerkschaftsorganisationen. Oder fangen wir anders an, erstmal bei den Werkzeitungen, bei den offiziellen Werkzeitungen, die es gibt, um Reklame für die Festigkeit der Belegschaft und so weiter zu machen. Dann bei den Gewerkschaften, sofern sie über die entsprechenden Mittel verfügen. Und Betriebszeitungen, etwa jetzt von Oppositionellen, das ist schon etwas sehr viel schwieriger. Was die Kunst angeht, das würde ich damit nicht so direkt verbinden. Oder nee, ich will noch eine Anmerkung machen. Durch die jüngsten Bewegungen im Zusammenhang mit Stuttgart und so weiter, ja, bin ich ein klein bisschen wieder optimistischer für solche Möglichkeiten überhaupt. Aber also irgendwie übertriebene Vorstellung würde ich mir da nicht machen. Das würde ich für illusionistisches Denken anhalten. Das möchte ich lieber nicht machen. Was die Künste angeht, da glaube ich, hat sich doch ergeben, dass es mehr Möglichkeiten gibt, als wir vorher hatten. Nicht dachten, sondern hatten. Aber steigerungsfähig ist das natürlich auch alles. Danke. Danke für die anwesende große Aufmerksamkeit. Und vielleicht können wir uns noch eine ganz kleine Sache wünschen, nämlich doch das Gedicht, um das es ging, von Herrn Löbke. Das ist nicht lang, also Sie werden nicht noch lange festgehalten. Aber das geht mit Ulbricht los und ich gucke jetzt mal hier, ob das auch in dem Verzeichnis stimmt. Ja, 774. Also Ulbricht war doch natürlich immer auch die Vorstellung von einem sozialistischen Deutschland und vielleicht nicht so gänzlich illusorisch für Hax jedenfalls. Sie haben das Wort. Ja, bevor ich den Dichter selber sprechen lasse, sage ich nochmal, dass ich in diesem Punkt, also in vielen anderen Punkten auch, und auch in diesem Punkt der Hochschätzung von Ulbricht mit ihm hundertprozentig übereinstimme. Dass ich auch meine, unter den Persönlichkeiten nach 45, die wir hatten, ist vom Vorausdenken und konsequenten Arbeiten eher wahrscheinlich an erster Stelle zu nennen. Also es ist kein Zufall, dass der... Gedächtnis. Westdeutsche Publizist, der Hafner. Dass Hafner Ulbricht auch so sehr hoch bewertet in der historischen Einschätzung. Jetzt also 1.8.1973. Ulbricht leider ist tot. Und Schluss mit der Staatskunst in Deutschland. Immer mächtiger treibt's mich in den Goethe hinein. Zieh jetzt, Freundin, dein Herz nicht zurück. Als letztes sonst bleibt mir einzutrimmen die Kunst einer barbarischen Zeit. Dankeschön.